Ja, heute sind wir beim Thema, was trinkt der Marco am Lagerfeuer? Crazy Karl und? Ja, eigentlich Glühwein. Ich trinke Glühwein. Ja, wir heute. Komm. Ja, wenn ich jetzt noch 2 Minuten hier stehe, trinke ich hier auch Glühwein. Ja, also schön sind wir mal am Lagerfeuer. Wollen wir immer mal machen, gell? Das stimmt. Ja, aber was trinkt man? Ich meine, es wird ja gerade wieder eklig draußen. Sprich, wir gehen in strammen Schritten irgendwie auf den Winter zu, habe ich ja so die Befürchtung. Und heute ist aber ziemlich warm hier. Ja. Mhm. Und der macht auch warm. Der macht auch warm. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ich meine, was trinkt man, wenn es kühler wird? Klar, man neigt dazu, wieder in die Rotweinstimmung überzugehen. Abends so ein bisschen eingemuckelt. Kräftiges rotes Ding ins Glas gekippt. Das heißt nicht, dass wir heute Abend muckeln. Wer weiß. Ja, genau. Und ich meine, das ist eine große Flasche, wie ihr seht. Wir haben ja mal was Gereiftes. Ja. Und zwar aus dem Jahrgang 2014. Wir sind in Piemont in der Ortschaft Castiglione Faletto. Eigentlich eine Ortschaft, wo Barolo zu Hause ist. Wird auch bei Roagna vinifiziert. Roagna, ein Weingut mit 12 Hektar. Luca Roagna hat das Familienweingut übernommen vor ein paar Jahren und macht im Moment ziemlich Furore. Also ist ein Weinmacher, der auf jeden Fall gehypt ist. Man sieht das überall auf wichtigen Weinkarten hier in Deutschland im Moment. Und ja, wir haben uns mal eine große Pulle gegönnt. Ja. Nebbiolo ist die Rebsorte. Wie ihr wisst, in der Regel eher hell in der Farbe. Sieht man hier auch ganz schön. Also nichts tief Dunkles, aber trotzdem hat es einen richtigen Punch. Der hat einen Punch, ja. Hat schon richtig was auf den Rippen. Aber der macht warm von innen auch. Was mir auch richtig gut gefällt, ist natürlich wieder Nebbiolo, strahlt vor Eleganz. Genau. Glasklar, so wie die Kirsche hier raus springt fast, ja. Enorm, also es hat dann auch dieses typische Waldfruchtige, was ich ganz gerne mag. Das hatten wir, als wir im Barolo waren, haben wir darüber gesprochen. Und Großflaschen, das kann ich euch noch mal ans Herz legen. Große Weine in großen Flaschen macht absolut Sinn. Die Weine reifen viel besser. Also man schmeckt absolut einen Unterschied, ob es eine 0,75 Liter Flasche ist oder eine 1,5 Liter Flasche. Abgesehen davon ist doppelt so viel drin. Und zu zweit kriegt man das locker gestimmt, oder? Ja, könnte doch muggelig werden heute Abend. Ich habe so ein bisschen Angst gerade. Aber dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, ihr seht, ich bin verwirrt, weil ich überrascht bin. Ich glaube, ich werde jetzt jeden Abend zu Hause ein Lagerfeuer im Garten machen und stelle mich da einfach nur hin und trinke so ein Glas. Das ist jetzt wirklich angenehm so. Das passt irgendwie, oder? Ich friere mir schon den Arsch ab. Ja, das passt. Ja. Ja, dann.